Hallo und willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Und wir werden erstmal zu der Absturzstelle gehen, wo wir ja mit der Hauptquest weitermachen. Auf Hoff sind wir ja noch und wir werden schön mal weitermachen. Also, bis gleich. Okay, ich habe die Absturzstelle gefunden. Was findet den Jedi-Ritter Zerrin da? Zerrinda klingt nach einem richtig krassen Jedi. Wir müssen ihn ausschalten. Aber er ist nur ein Ritter, er ist kein Meister. Den können wir so gut wie möglich ausschalten. Ich kann natürlich auch Meister ausschalten, aber... da kratze ich vielleicht noch ein bisschen. Ob ich dafür bereit bin, weiß ich noch nicht. Mal gucken. So, gehen wir mal lang. Wer ist das? Fettzähne. Aus dem Weg mit dir. Ach, der hat euch hypnotisiert. Ich weg dir. Nein. Dann wirst du sterben. Der letzte Augenblick deines Lebens ist gekommen. Oh, Brumac. Ja, dann komm rein. Du bist jetzt mein Monster. Eine wilde Bestie wie dich könnte ich gebrauchen. Abgemacht. Kampf gegen Brumac und Fettzähne. Alter! Oh nein! Brumac! Oh oh. Wir müssen eingreifen. Lass mein Tierchen in Ruhe. Ja, guck dir an. Brumac kann es halt besser. Jawohl, nochmal reinschlagen. Und nochmal! Jawohl. Gute Arbeit. Willkommen. Es ist gut, dich dabei zu haben. Vergiss niemals die Rangordnung, Tals. Ja, wir müssen ihn ausschalten. Schnell das Tor öffnen. Oder einfach aufschneiden. Okay, ist er sehr weit weg. Gut. Am besten, ich teleportiere mich dorthin. AKA, ich mache einen Cut. Wir sehen uns gleich. Ach, wir haben Brumac. Warte mal, wir haben Brumac als Gefährten. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wir sehen uns gleich. Oh, da hinten stehen sie alle. Zeit, sie umzubringen. Zerrinda, dein Ende ist nah! Komm her, stell dich uns. Meine Augen müssen sich erst noch eingewöhnen. Aber dich erkenne ich ohne Probleme, tapferer Zerrinda. Dein Anblick erwärmt mich. Meister Violet, euer Martyrium hat ein Ende. Ich wünschte nur, ich hätte euren Ruf nach mir schon früher gehört. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Es brauchte starke Konzentration, um dich herbeizurufen. In all den Jahren unter diesem Geröll ernährte ich mich von der Macht und kann nun großartige Erkenntnisse weitergeben. Endlich seid ihr hier. Jetzt habe ich euch doch eingeholt, Zerrinda. Was geht hier vor? Ich spüre eine Präsenz. Barras? So ist es. Das ist Darth Barras Schüler, der gekommen ist, um zu verhindern, dass ich euch wieder das Kommando übergebe. Spart eure Stärke auf, Meister. Meine Leute und ich werden diesen Eindringling erledigen. Zerrinda. Ihr könnt mich nicht besiegen. Ich bin ein mächtiger Sith von den Meister Barriss. Es ist nutzlos, mir Widerstand zu leisten. Starke Worte von jemandem, der so sehr in der Unterzahl ist. Wie ich sehe, ist es euch gelungen, diesen sadistischen Tals zu zähmen. Ey, er ist nicht sadistisch. An die Waffen, Männer! Beschützt Meister Violet mit eurem Leben! Ja, mir ist doch Meister Violet egal. Hauptsache, sie sind tot. Ja,
Naja, kommen Sie daher. Fuck. Okay, ist nicht einfach. Erstmal, weil ich hier den Kompanen tote. Ach, da ist noch einer. Okay, erstmal schlagen wir die weg. Zack. Boah, ist Ruckel. Oh, Ruckelparty, jawohl. Jo, erstmal, Kampf. Das ist einfach so der Kampf von, von Mustafa. Werde ich jetzt geclaimt, weil ich die Musik nachgemacht habe? Scheiß drauf. Komm schon, stirb endlich. Meine Güte, was hat er denn für eine fette Lebensleiste? Ich drück einfach alles, was ich kann. Die Macht der Dunkelheit, der Sith, der Darkness wird siegen. Jawohl. Ah, guck mal, da liegt er dort rum. Lächerlich. Na, was willst du noch? Ja, tschüss. Nochmal drauftreten würde ich nochmal. Halt, Sith! Wäre meine Stärke schon vor diesem Moment zurückgekehrt, hätte ich Veranda davor bewahrt, euch anzugreifen. Jetzt ist er am Boden und euer Kampf hat diese Kammer instabil gemacht. Sie wird jeden Moment zusammenbrechen. Ihr habt eure Überlegenheit bewiesen. Lasst mich um Verandas Leben verhandeln. Beeilt euch. Raus mit der Sprache, aber schnell. Dieser Kampf war nicht nötig. Ich habe kein Interesse, wieder für die Republik zu kämpfen. Verandar ist jung und hitzig. Doch hat er erst begonnen, die Geheimnisse der Macht zu begreifen. Ehrlich gesagt war ich genau wie er, bis ich auf Hoth begraben wurde. Hier habe ich mich mit der Macht vereinigt und alles andere um mich vergessen. Dann werde ich mich anstrengen müssen. Ihr müsst mächtiger als jemals zuvor sein. Die Macht ist mit mir, mehr als je zuvor. Ich glaube, ich könnte euch ziemlich leicht besiegen. Doch die Geschehnisse in dieser Galaxis und in diesen Zeiten interessieren mich nicht mehr. Ich möchte nur meine Meditation fortsetzen. Aber ihr habt doch um Hilfe gerufen, also was willst du? Ich will dich eigentlich nicht töten. Wenn das stimmt, warum habt ihr dann Veranda gerufen? Ich wollte meine Offenbarungen mit ihm teilen und ihm dieselbe Erkenntnis vermitteln. Diese Ausgrabungsstelle wird jeden Moment zusammenbrechen. Bei einem Kampf würden wir beide sterben. Lasst Veranda und mich hier für immer begraben sein. So erreicht ihr euer Ziel. Und unsere Leben werden erfüllter sein im Einklang mit der Macht. Aber das ist doch zu riskant. Ich kann nicht zulassen, dass ihr noch stärker werdet. Dann lasst ihr mir keine Wahl und ich muss gegen euch kämpfen. Nein, ich will das nicht. Meine Reise wird weitergehen. Entweder ich besiege euch schnell und verlasse diesen Planeten, um mich mit der Macht zu vereinen, oder wir duellieren uns bis zum unausweichlichen Einsturz dieser Kammer. Warte, lass mich noch reden. Nein! Kleine Penner, Alter, ich will nicht mit dir kämpfen. Na gut, du bist selber schuld. Ich wollte nur nicht, dass du hier weiter verrottest. Okay. Scheiße! Ich habe keinen Partner mehr. Nein, ich wollte nicht mit dir kämpfen. Oh, fuck, das wird ein Duell hier. Okay, das ist das wahre Mustafa-Duell. Scheiße. Ich hab nicht mehr viel Leben. Scheiße. Nein, bin gleich tot. Nein! Ja, Alter, das ist doch viel zu unfair. Was soll ich machen, Alter? Ja, toll. Mann, ich wollte nicht, dass der Kerl. Kann ich irgendwie den Blumenweg hier locken oder so? Och, das ist doch ein Beschiss. Das ist doch echt Beschiss. Kann ich zumindest meinen Gefährten holen? Mann, Alter. Ja, kann ich? Nee, sieht nicht so aus, oder?
Ich werde mal mit Gefährten machen. Doch, ich kann meinen Gefährten holen. Oh, zum Glück. Okay, dann ist der Kampf doch einfach. Okay, ich nehme alles zurück. Es ist easy peasy. Ich weiß, ich habe einen kleinen Vorteil. Aber egal. Oh, Rumex. Nein, nicht ausgenockt sein. Genau, helf mir mal. Ja. Du bist selber schuld, wenn du sowas sagst und den Kampf machen willst. Meine Güte. Ich hätte dich einfach hier vergraben sollen. Dieser Kampf ist sinnlos, Sith. Die du bist doch selber schuld. Bald schon einstürzen. Kämpft weiter und ihr werdet sterben. Während ich einfach wieder in meine Trance falle und mich erneut mit der Macht vereine. Jetzt könnt ihr noch verschwinden und eure Mission wäre erfüllt. Ich werde hier für immer begraben sein. Meinetwegen. Eingang mit der Macht. Da macht es halt. Dann vereinigt euch eben unter dem ganzen Schutt mit der Macht. Los, dann rettet bleibt euch da und liegen. Verlasst diesen Ort, bevor die Decke einbricht. Ich werde Surrender schützen und mich auf den Einsturz vorbereiten. Ich der die Leiche jetzt woanders hingeschleppt. Ein präziser Schlag mit dem Lichtschwert wird ausreichen, um alles einstürzen zu lassen. Ja, was willst du jetzt mit Surrender machen? Ach, beten. Was ist das? Achso, wir wollen die Höhle einschützen lassen. Sorry, Bro, aber du hast mir halt keine andere Wahl gegeben. Mann, ihr kann doch auch nichts dafür. Okay. Ah, wir haben die Hauptquest, glaube ich, hier geschafft. Stimmt, wir haben ja jetzt Surrender. Fertig. Gekillt. Aber ich würde jetzt erstmal die Mission noch fertig machen. Und dafür müssen wir jetzt hier hin. Also, bis gleich. Captain F, ich habe gehört, Sie wollen noch mit mir reden. Spucken Sie was aus. Bitte kehren Sie auf die Krankenstation zurück. Sie könnten Ihre Verletzung verschlimmern, wenn Sie herumlaufen. Ich habe dich auch die ersten 5 Male schon verstanden. Sei endlich still, ich muss einen Außenposten verteidigen. Ihr habt es also durch den Bergpass geschafft. Es überrascht mich, dass die Hagelsturmbruderschaft jemanden durchlässt. Das war wohl nichts Ungewöhnliches. Ich habe nichts Besonderes getan. Hier ist das Überleben an sich schon eine Feier wert. Wir wurden von den anderen Außenposten abgeschnitten. Schuld daran ist die Hagelsturmbruderschaft. Ein Kult von Wahnsinnigen, die zum Weißen Schlund gehören. Seht ihr diese Wunde? Wir hatten kein Kolto mehr, also mussten wir sie mit Gewürzen verbinden. In ein paar Tagen ernähren wir uns vermutlich von Stiefelleder. Ja, warum zieht ihr euch nicht zurück? Der Tod bringt keinen Ruhm. Meint ihr, ihr schafft es bis zum nächsten Außenposten? Kommt nicht in Frage. Ich habe schon zu lange auf diesem Eisblock verbracht, um mich jetzt von irgendwelchen Irren vergraulen zu lassen. Außerdem würden sie uns verfolgen. Die Hagelsturmbruderschaft lauert an einem nahegelegenen Pass. Vielleicht könnt ihr sie finden und auslöschen. Würdet ihr das tun? Nehmt ihr es mit der Bruderschaft auf? Nee, wisst ihr, ich habe gerade keinen Bock. Come on, ich will jetzt einfach hier. Wenn eure Männer zu schwach sind, um zu kämpfen, bleibt euch nur der Rückzug. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich gehe hier nicht weg, bis diese Verrückten aufgespießt sind. Na und? Mal ehrlich, ich will jetzt einfach raus aus Hof. Also ich habe genug von Hof gesehen. So. Sternkarte. Und zurück zu unserem Schiff. Ja. Jetzt können wir eh noch mal mit unseren Leuten reden. Aber ich bin froh, dass wir Hof hinter uns haben. Und ehrlich gesagt bin ich auch froh, weil ich habe so viel blau gesehen. Also der ganze Planet war ja blau. Gut, erstmal reden wir mit Wette. Moin. Du wolltest mit mir sprechen? Ich habe es geschafft. Vielleicht habt ihr mir das nicht zugetraut, aber ich habe es geschafft. Ein Kubas-Fahnder namens Krater hat meine Schwester Tiva gefunden. Er hat herausgefunden, wo sie arbeitet und sogar, wie ihr Boss heißt. Sie ist auf Nasha da. Könnt ihr euch das vorstellen?
Mehr will mir Krater erst sagen, wenn ich ihn bezahlt habe, aber er hat sie gefunden. Ja, dann geht's doch direkt los. Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Ihr seid der Beste. Wir müssen den Kubas Krater in einer Kantine auf Nar Shaddaa treffen. Ich kläre das Finanzielle, besorge mir die Details und besuche dann meine Schwester. Sie holt anscheinend das Money. Gut, dann müssen wir nochmal nach Nar Shaddaa. Die anderen reden wir auch nochmal. Schnell, und dann gehen wir mal nach Nar Shaddaa. So, Jessa. Meine Schülerin. Meister, ich weiß, dass ich in letzter Zeit launisch war. Besorgt wegen der falschen Sith, nach denen ich suche. Ich möchte euch wissen lassen, dass mein Vertrauen in das Imperium zwar wankt, aber meine Verpflichtung gegenüber der dunklen Seite stark ist. Ich genieße die Macht meiner neuen Gefühle. Verleihe deinen Gefühlen Ausdruck. Beide das für dich selbst. Man sieht es beeindruckend. Beeindruckend. Und das zu Recht. Ich bin sehr erfreut über die Resultate. Genau das wollte ich hören. Ein sehr rohes, lange verdrängtes Gefühl ist in mir hochgekommen. Ich brauche ein Ventil dafür. Anders gesagt, ich will, dass meine Heimatwelt Alderaan brennt. Ich habe Tagträume von der Vernichtung des Volkes und der Schlösser. Genieß deinen Hass, denn er wird dir Stärke verleihen. Alles, was solche Bosheit und Leidenschaft auslöst, ist ein Geschenk. Es nähert deine Kraft und macht dich stärker. Ihr habt recht. Ich fühle mich jetzt schon stärker, wenn ich an ein zerstörtes Alderaan denke. Ich werde weiter daran denken. Wenn ihr mich einmal grundlos lächeln seht, wisst ihr warum. Ich freue mich, wenn Coruscant tot ist. Oh, sie will noch weiterreden. Du willst mir etwas sagen? Ich wollte euch nur mitteilen, dass ich für eine kurze Weile von Bord gehe. Ich habe endlich die falschen Sith gefunden, die ich spüre. Es wird Zeit, dass ich in ihrem unreinen Blut bade. Gut. Mach ein Blutbad. Brenne ein paar Glieder für mich ab, ja? Ihr spritzt meinen Zorn mit Feuer, Meister. Ich werde zurückkehren, sobald mein Blutdurst gestillt wurde. Aber sicher doch. Und eine Sekunde später ist sie wieder da. Tot. Ich habe sie vernichtet. Alle miteinander. Aber nicht, bevor jeder Einzelne gestand und bettelte. Ich habe noch nie so große Befriedigung gespürt. Wunderbar. Zehre davon. Es gibt nur wenige Erfahrungen, die das Töten von Verrätern übertreffen. Ich werde versuchen, mir keine dieser Erfahrungen entgehen zu lassen. Aber vorerst werde ich meine Kraft weiterhin einsetzen, um verräterische Sith aufzuspüren. Sie müssen systematisch ausgelöscht werden. Das Imperium wird rein sein, wenn ich fertig bin. Das schwöre ich. Na, das ist doch mal ein Erfolg. Die Hexenjagd ist vollbracht. So, den haben wir noch, den Lieutenant Pierce. Alle Freunde, die ich angefunkt habe, um mit dem Posten hier zu prahlen, hatten bereits von euch gehört. Ich habe noch nie zuvor unter einem Sith Lord gedient. Ich weiß nicht, wie das mit Beförderungen funktioniert, aber ich habe da so ein paar Geschichten gehört. Zum Beispiel? Was glaubt ihr denn, wie man das auf Korriban regelt? Offenbar gibt es eine Möglichkeit, es zu schaffen und Hunderte es zu vermasseln. Vielleicht habt ihr es mit Leichtigkeit bis hierher geschafft. Vielleicht war es ein Kampf. Auf jeden Fall eine gute Geschichte. Na, ihr könnt fantasievoll sein. Stellt euch das Schlimmste vor und verdoppelt das dann. Aber ihr musstet den ganzen Weg lang die Augen offen halten. Nicht viel anders als beim Militär. Kommt den falschen Leuten in die Quere und sie weisen euch einem Friedhofssumpf wie Taris zu. Dieser Posten war eine Sackgasse. Bin dort gelandet, aber nur, wenn ihr mal so ein bisschen stärker seid. Mordianischer Geliebten auszuplaudern. Beeindruckend. Ihr habt Moff Hurdens Schwäche entdeckt und sie ausgenutzt. Um hier zu landen. Der beste Karrieresprung meiner ganzen Laufbahn. Jo, gut. Dann werden wir noch einen Gefallen für Wette machen und reisen nach Nar Shaddaa. Okay, wir sehen uns dort. Gut, wir sollen mit Krater reden. Who the fuck ist Krater? Aber wir werden das jetzt herausfinden. So, hier in der Ecke. Hallo?
Achso, du musst Wette dabei haben. Ja, stimmt. Gefährten. Wette. Mein. Steig doch bitte aus. Aus den Scheiß hier. So. Gefährten und Dame, Wette. Habt ihr mich vermisst? Was mit dir? Ja, ja, hab ich. Si otase que la plasma era. Andra vimos bandimas protescada videre dag. Ich habe eure Credits. Ihr sagtet, ihr hättet mehr Informationen über Tiva? Grata apatiki, ihr plüht. Stimmt, die Geschichte war ja so. Tiva ist ja eine Sklavin und wir wollen sie einfach freikaufen. Sagt es jetzt einfach. Wir müssen keine große Sache daraus machen. Gebt uns die Informationen, dann sind wir wieder weg. Atrodo no malas somogo, todo gizbavo apietai. Hier sind eure Credits. Sagt ihr mir jetzt bitte, wo meine Schwester ist? Batarane ango, mis aka nanom alas protas era. Smarsio pobudas mana ir padre mana narkali. Fantastisch. Danke. Los, finden wir diese Crystal. Atlo gia pare kalatima gimas. Crystal. Und sie ist wo, bitte? Sie wird nicht auf der Karte angezeigt. Ah doch, hier. Auf diesem Schiff. Gut. Dann werden wir sie mal einen Besuch abstatten. Jo, hier ist Feuerwerk, Alter. Krass. Gut. Crystal. Sitzt hier ganz alleine hier rum. Was? Ja, ich weiß doch. Warte, ich muss kurz aussteigen. So. Crystal? Ja, meine Süße? Suchst du Arbeit? Sie ist nicht, aber ich... Wir suchen ihre Schwester. Arbeitet bei euch ein Mädchen namens Tiva? Ah, es hat wohl wirklich jeder irgendwen, der ihn liebt. Tiva! Ach, da ist sie ja. Ah, wieder im Casino. Keine Frauen, keine Paare. Und ich möchte nicht darüber debattieren. Tiva? Wie ich auch nicht. Ist es auch sicher, dass... Ist das auch deine Schwester wirklich? Vielleicht ist das die falsche Tiva. Ist der Name weit verbreitet? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nicht, dass sonst noch jemand Tiva, Tiva, kleine Diva gerufen wurde. Sena? Was denn? Du lebst? Ja, trotz all meiner Bemühungen. Das hier ist mein Freund. Er ist... Sie hat einen anderen Namen? Ein Sith Lord. Ich freue mich, dir zu begegnen. Ich bin entzückt. Wets Verwandte sind auch meine Freunde. Wett? So nennst du dich jetzt? Das klingt ja wie ein Gangster aus dem Techniksektor. Das war früher mal. Hab's hinter mir gelassen. Fetten Gangster. Du machst das hier, naja, nicht freiwillig, der Karriere zuliebe? Ich bin schon seit 2 Jahren hier und es bringt mich um. Ja, Sklavin zu sein ist ja auch nicht freiwillig. Verkauft, aber dafür bin ich zu alt. Sena, du musst mich hier rausholen. Puh, also schön. Tut ihr mir einen ganz großen Gefallen? Kauft ihr meine Schwester frei? Warte mal, ich muss kurz meine Scheine zählen. 10, 20, 30. Wie viel kostet eine Sklavin freizukaufen? Ach so, 50. Ja, geht ja. Das sollte reichen. Geh dich loskaufen. Du bist Wette, keine frei. Sorge, deine Schwester ist jetzt frei. Genau deswegen hänge ich mit einem Sith Lord rum. Ja, die Moneten gingen noch. Ich verstehe. Bin gleich wieder da. Jetzt geht die zu diesen Typen und jetzt sagt so... Jetzt hole ich nur noch meine Sachen. Ja, Sena, ich bin frei. Ich melde mich bald bei dir, ja? Ganz bald. Ach, das war wunderbar. Sollen wir gehen? Wenn du mir noch ein Espresso schenkst, dann ja. Kannst du nicht irgendwie auch was machen für mich? Nein, ich werde mir jetzt hier nicht schleimig. Okay. Dann war es das hier mit einer XXL-Folge von South of the Old Republic. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.